Spitznamen Diabolus in Musica. Das Teufelsintervall. Es gibt Menschen, denen geht es zu gut, die kriegen dann eine halbstündige Beschallung von Tritonüssen jeglicher Art. Nein, das war ein Scherz. Dieses Intervall wird erfolgreich angewandt in der Krimi-Musik. Ne, achten Sie mal drauf beim nächsten Tatort oder was so läuft. Das beste Beispiel ist und bleibt aber immer noch. Da ist der wieder Tritonus bei Paulchen Pater. Auch Christian Morgenstern schrieb 1906 schon einen Krimi. Und dazu schrieb er an einen Brief an seinen Freund Friedrich Kaiser. Heute fiel mir mitten in lauter Subtilitäten folgendes Galgenlied aus der linken Schläfe. Ein Schnupfen hockt auf der Terrasse, auf dass er sich ein Opfer fasse. Er stürzt alsbald mit großem Grimm auf einen Menschen namens Schimmer.